So, hoffentlich jetzt eine richtige, vernünftige Popkulturfrage, die interessant und cool ist und nicht nur für die Ultra-Nerds, sondern auch für normale Nerds oder Standard-Nerds oder wie man es nennen mag. Jedenfalls die Kernprobe, der letzte Tag im September und damit das letzte Kalenderblatt im September aus dem Nerdquiz-Kalender. Die Frage lautet: Welchen Namen trägt der Disney-Charakter Gyro Gearloose in Deutschland? Oder Gyro, Gyro, ich weiß nicht. Jedenfalls, das ist natürlich der gute Herr Daniel Düsentrieb. Da muss ich sagen, ich bin eigentlich kein großer Freund von Eindeutschungen von Namen. Also so bei Skyrim und so finde ich das furchtbar und auch der Übersetzung von Game of Thrones. Aber irgendwie bei den alten Disney-Sachen, vielleicht wäre ich damit aufgewachsen, finde ich es ganz okay. Und Gyro Gearloose ist natürlich auch fies auszusprechen als nicht-Native-Language-Mensch. Jedenfalls, schöner Schluss für diesen Monat. Jetzt schnaufe ich durch, bis morgen bei euch oder bis wann auch immer ich hier weiter aufnehme. Und dann, ja, war ja immer ein guter Abschluss.